Hi und ganz herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Wir spielen heute Mass Effect Legendary Edition. Ich habe mir sagen lassen, das sind alle Mass Effect-Teile zusammen. Was wohl auch viel Sinn macht, da die Story wohl zusammenhängend gespielt werden kann, sodass sich die Entscheidungen über das Spiel gemerkt werden. Mir wurde das Spiel von einer Freundin empfohlen und ja, ich habe es noch nie gespielt und ich bin echt gespannt. Für Leute, die neu hier jetzt einschalten, die mich nicht kennen. Ich bin die Sandra. Ich bin gerade krank, also bitte nicht wundern. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich trotzdem aufnehme. Ich habe nämlich auch keinen Bock, den ganzen Tag im Bett zu liegen. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade aussehe wie ein Zombie, ich mache es auch hier in diesem Let's Play nochmal einmal zur Ansicht. Ihr seht das vielleicht. Ich bin histaminintolerant. Bitte nicht wundern. Ich kann da nicht viel machen. Vor allen Dingen, wenn es gerade so geschwollen ist wie jetzt. Kann ich nichts tun. Wenn ich krank bin, macht es das übrigens noch schlimmer. Ich kann nichts machen außer warten. Cortison kannst du auch nur eine begrenzte Zeit schmieren. Bitte regt euch nicht drüber auf. Es ist einfach so, wie es ist, okay? Und über Schminken geht auch nicht, ist es zu trocken. Glaubt mir das einfach mal. Wenn es mal wieder besser ist, dann schminke ich mich auch mal wieder. Aber gerade keinen Bock, okay? So, jetzt geht's los. Wir spielen jetzt Mass Effect. Okay, dann kann ich mir den Teil aussuchen. Natürlich den ersten. Achso, Optionen geht auch. Sprache Deutsch natürlich. Englisches Audio wollen wir nicht hören. Untertitel, Schriftgröße. Wollt ihr Untertitel haben? Ich würde mal. Ich glaube, ich mache einfach mal Untertitel. Ich lasse die einfach an, oder? Controller habe ich nicht. Ich brauche keine, wenn ich keinen Controller habe, oder? Brauche ich einen Controller für das Spiel? Eigentlich nicht, oder? Gameplay-Feedback, was auch immer das sein soll. Ach so, ja gut, macht halt. Problemen, ja. Ach doch, warum nicht? So, schließen. Ich dachte, hier wird auch eingestellt jetzt, was ich irgendwie für Optionen da haben möchte. Gut, kann man zwar nicht. Ich bin echt gespannt, ne? Es war auf jeden Fall auch echt ein Akt, das Ding zu installieren. Das sage ich euch, wie es ist, ne? Okay, soll ich jetzt nochmal drauf drücken? Eine kleine Sache fällt mir noch gerade auf. Die muss ich eben noch machen, Leute. Und zwar habe ich den Firefox noch im Hintergrund offen. Das ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, weil das viel zieht. So, jetzt haben wir das erledigt. Okay, ab geht's. Okay. Extras zurück zum Launcher. Okay, neue Karriere starten. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Okay, so schnell geht's. Profilwiederherstellung. Aufgrund Ihres geheimen N7-Status sind die ID-Daten nicht vollständig. Bitte bestätigen Sie Ihre ID gemäß der unten stehenden Aufzeichnungen oder registrieren Sie sich manuell. Okay, John Shepard, Jane Shepard. Neue ID eingeben, okay. Manuell eingeben, okay. Boah. Ja, was kann man denn dann eingeben? Ist das nur individueller weiblicher Bitte Charakter? loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Wir nennen uns jetzt Matt Shepard, okay? So. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Okay. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Was war ich denn? Raumfahrer?
Ihre beiden Eltern waren beim Allianz-Militär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Oder Kolonist. Sie sind auf Mindör geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rand der Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindör und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianz-Patrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianz-Militär. Oder? Von der Erde. Als Weiße sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. Okay. Ich glaube, das mit dem Kolonist, das gefällt mir am besten. Nehmen wir das. Psychologisches Profil bestätigen. Psychologisches Profil, okay. Einziger Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extremen lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen sie die meisten Menschen zerbrochen wären. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen, und sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Okay, oder Kriegsheld? Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Oder skrupellos? Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie allgemeinhin als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Ich hab's nicht so mit anderen Leuten. Ich will trotzdem anderen Leuten helfen. Also so ist es nicht. Tapfer weiß ich nicht. Ich bin eher so ein Überlebensmensch. Ich nehme das. Militärische Spezialisierung bestätigen. Was ist das? It's magic. Militärspezialisierung, Soldat. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Sie haben eine höhere Gesundheit, können sich auf alle Waffentypen spezialisieren, sind von Anfang an in der Lage, mittelschwere Panzerung zu tragen und können die Verwendung schwerer Panzerungen trainieren. Techniker. Techniker sind Technikspezialisten. Mit dem holographischen Universalwerkzeug können sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde stören und ihren Score teilen. Techniker können nur leichte Panzerung tragen und sind auf Pistolen spezialisiert. Okay. Experte. Experten sind Biotik-Spezialisten. Mithilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, den Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können nur leichte Panzerung tragen und sind auf Pistolen spezialisiert. Okay, also es ist quasi Telekinese-Magie. Infiltrator. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten und sind darauf spezialisiert, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können sich auf Pistolen oder Präzisionsgewehre spezialisieren und mittelschwere Panzerung tragen. Okay, das hört sich gut an. Wächter. Wächter kombinieren Biotik- und Technikfähigkeiten. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und erweiterte Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen oder technischen Angriffen stören können. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zu Lasten ihrer Kampffähigkeiten geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein spezialisiertes Waffentraining erhalten. Okay, und Frontkämpfer? Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten, und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie sind auf Pistolen und Schrotflinten spezialisiert und können mittelschwere Panzerung tragen. Okay, also mich interessiert das mit dem Wächter und mit dem Infiltrator. Ah,
Heiltalente, biotische Heiltalente, aber was kann denn der Experte sonst? Schützen, Gegner ausschalten, vernichten. Ja, die können das schon. Ich glaube, ich nehme Wächter. Gesichtsidentifikation bestätigen. Okay, Erscheinung ändern. Kopf, okay. Oh, das gefällt mir. Sowas gefällt mir, hör mal. Nackenumfang? Na, ich habe eher so einen Specknacken. Naja, es ist eigentlich eher weniger Speck, aber es ist eher breit. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall nicht so, oder? Keine Ahnung, so. Gesichtsgröße. Ja, komm, den Schwabbel, den gönnen wir uns. Wangenbreite. Was ist los? Ah, da. Wie ist denn das bei mir? Ich habe das schon ziemlich weit auseinander, ne? Aber das ist halt nicht so... Genau, das ist bei mir weiter drinne. So, hagere Wangen. Was ist das? Hm, die sind eigentlich eher so ganz normal ausgeglichen, ne? Rund eher. So. Ohrengröße. Klein, ich habe kleine Ohren. Ohrenausrichtung. Ja, sieht man kaum. Ich weiß nicht. Aber ich habe anliegende Ohren. Das Ding ist nur, ich sehe jetzt gerade nichts wegen Haare. Kann ich die Haare wegmachen? Aha. Ah, okay, so, warte, dann können wir jetzt erstmal... Ja, okay, ich habe anliegende Ohren. Profilwiederherstellung beendet. Nein, ich will nicht. Gesichtsidentifikation bestätigen. Da habe ich aber... Jetzt habe ich mich aber verklickt, hör mal. Warte mal. Kann ich... Gesichtsstruktur... Ist das alles? Kann ich denn noch was machen? Also Struktur... Drehen? Ah. Ich weiß ja nicht. Also die Nase, ich weiß, die Nase ist immer am schwersten hinzukriegen, deswegen lasse ich das mal so. Hautfarbe. Blass ist fuck. Hauttyp. Ja, das wäre schön, Hammer, aber ich glaube, wir sind hier so. So, da hatten wir ja, da gibt's, geht nicht, okay, Augen, Augenform, okay, warte, jetzt muss ich mal gucken, wie ist meine Augenform, warte, oh, wenn es mal nicht so geschwollen wäre und wenn ich was sehen würde, weil bei mir ist der Taskmanager gerade davor, okay, ich versuch's mal anzupassen. Es kommt schon ziemlich hin, ne? Warte, ich guck mal die anderen durch. Ja, das kommt schon ziemlich hin. So, Augenhöhe. Ja, hier so. Abstand weit. Ich habe weit auseinanderstehende Augen. Augentiefe. Ja, das ist ein bisschen... Augentiefe. Ja, die sind nicht so... Ja, so. Brauentiefe. Meine Brauen kommen eigentlich eher raus, so. Wenn du einmal Linksklick machst, ne? Braunhöhe. So denke ich, ist okay. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer. So. Irisfarbe, ja. Ich habe so ein... Grünbraun, aber es gibt's hier nicht. Ja gut, es gibt nur krasse Grünfarben. Und richtig braun habe ich nicht. Ich nehme jetzt einfach das hier. Sonst gibt's auch nichts mehr weiter. Kiefer. Okay, Kinnhöhe. Hm.
Nee. Na komm, dreh dich. Oh, sie wird schon gehen. Kinnbreite. Ja, schmal, oder? Ganz klein nicht, aber so. Mund. Guck doch mal hier hin. Junge, kann man. Ah, okay. Aussehen, Mund. Oh Gott, voll der Breitmaulfrosch. Was passiert da? Bei mir ist die Unterlippe größer als die Oberlippe. Tiefe. So, Entschuldigung. Oh Gott, nee, da muss ich ja ganz zurück. Okay. Hallo, guck mich an. So. Mundbreite. Eher schmaler. Geht gar nicht schmaler. Oh mein Gott, okay, das ist das Krasseste, was schon geht. Hat es gerade geklingelt bei mir? Ich muss, glaube ich, mal an die Tür gehen. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Sorry, mein Nachbar hat sich ausgesperrt. Da musste ich einmal zur Rettung eilen. Ja, Lippengröße, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das sieht eher anders aus als bei mir, weil die hat die Oberlippe größer als die Unterlippe. Das gibt's ja so nicht. Und Höhe. Ja, tief. Okay, dann haben wir das. Die Nase. Ich habe eine sehr schmale Nase, leider. Oh mein Gott. Also Kartoffeln. Uff. Okay, und das ist eine Nase, die gehen würde, aber jetzt bin ich gespannt. Hier, guck da hin. Ja, war klar. Die ist vom Winkel richtig so. Ich habe auch so eine nach oben gehende Nase, wobei ich nicht weiß, ob sie so stark nach oben geht. Ich habe ja unsere Shorts relativ gerade Nase. In meiner Jugend sah die eher so aus. Achso, Entschuldigung, falscher Regler. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Okay, also. Ich weiß nicht, da ist irgendwie der Knubbel nicht richtig. Die jetzt. Ist halt echt schwierig, Leute, ist echt schwierig. So, zeig mir die mal. So, Nasenhöhe. Oh, eher relativ tief, ey. Das sieht sonst so offenmäßig aus. Nasentiefe wieder. Könnte so hinkommen, weiß ich nicht. Ist schwierig. Also ich habe das Gefühl, mein Gesicht könnte runder sein. Das ist hier irgendwie nicht rund genug. Aber wir können hier nur marginal Dinge ändern. So, Haare. Haarfarbe. Gehen wir jetzt hier... Ah, geil. Okay, warte. Kann lila nehmen. Ich habe momentan unten blau. Hier war mal lila und oben war pink. Ist ein bisschen weg. Gucken wir uns mal an, was wir hier zaubern können. Vielleicht nehmen wir halt so ein Dunkellila. Aha. Oh. So.
Hey, ich war irgendwie hier ein Fan von diesem Bob. Tatsächlich hatte ich die Haare auch mal so. Damit kann ich mich am meisten noch identifizieren irgendwie. Ja, okay. Die guckt immer so erschrocken, ey. Okay, Augenbrauen. Ja, die haben eigentlich schon ziemlich gut gepasst. Nur, dass meine sehr dünn hier hinten sind, das muss ich immer nachmalen. Was gibt's noch? Nee, meine haben einen Bogen, der ist eher so. Aber da, die sind runder hier, also die passen gar nicht. Ich würde sagen, die waren schon ziemlich gut, nur die sind halt dicker als meine. Augenbrauenfarbe kann man hier auch ändern. Ja, ich habe halt dunkelblonde. Kann man das... Und das so. Oh Gott, meine Nase läuft wieder ein bisschen. Entschuldigung. So, Make-up. Make-up-Farbe. Auch so Blush oder was? Naja, weiß ich nicht, ob das das bringt. Lippenfarbe. Ja, da bin ich dabei. Ah, oh, das ist schon geil, ne? Das gefällt mir schon, ne? Aber das ist schon heftig gothic. Ich finde das eigentlich nice. Lidschattenfarbe. Wir wollen nicht übertreiben, sonst sieht es nuttig aus. Ja, zu blumig. Ja, das finde ich ist nice. Das kann man machen. Narbe. Da haben wir so eine. Was gibt es noch für Narben? Hallo? Tatsächlich, ne? So eine Narbe hat meine Schwester. Aber eher so im Augenwinkel. Also ein bisschen weiter außen so. Ich weiß nicht, mir gefallen die alle nicht. Aber wir brauchen eine, oder? Aber ich glaube, mit der kann ich mich hier noch am meisten anfreunden. Ja, okay. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft, glaube ich, ne? Dann können wir das jetzt beenden, glaube ich. Ja. Profilwiederherstellung beendet. Okay. Matt Shepard. Herkunft Kolonist. Reputation einziger Überlebender. Klasse Wächter. Annehmen. Wenn Sie die Einstellung für diesen Charakter bestätigt haben, können Sie nicht mehr zu diesem Bildschirm zurückkehren und die Einstellung ändern. Ja, okay. Identifikation bestätigt. Kampfschwierigkeit normal, das ist okay, weil sonst packen wir das wieder nicht. Automatischer Stufenaufstieg aus. Stufenskalierung, legendärer Modus. Okay. Im Klassikmodus wird anstelle des neuen 1 bis 30 stufigen Bereichs der ursprüngliche Bereich von 1 bis 60 Stufen verwendet. EP und Talentpunkte Fortschritt bleiben gleich, aber die Zahl der Stufen wird verdoppelt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Squad-Fähigkeiten-Nutzung. Bestimmt die im Kampf eingesetzten Fähigkeiten und Talente von Truppmitgliedern defensiv. Nee, der Squad weiß ich gar nicht. Squad-Fähigkeiten. Weiß ich nicht. Die können schon alles machen, oder? Untertitel machen wir ein für euch. Autospeichern kann auch ein sein. Tutorial aktivieren auch, weil ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Annehmen. Was wissen wir über Shepard? Sie ist in den Kolonien aufgewachsen. Sie weiß, wie hart das Leben da draußen sein kann. Ihre Eltern wurden von Sklavenjägern beim Angriff auf Minduir getötet. Sie musste mit ansehen, wie ihre ganze Einheit auf Akuse starb. Sie könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist eine Überlebenskämpferin.
Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser Überraschung. Ich bin zu langsam. Mass Effect! Ihr drückt auf Pause, wenn ihr das lesen wollt, ne? Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Okay. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Okay. Ha. Ganz ehrlich, ich bin da auf keiner Seite ganz meiner Meinung, sie übertreiben. Schluss damit? Nee. Also ich würde sagen, wenn überhaupt, dann Schluss damit, weil wir können es nicht genau wissen. Ich bin keine Lester-Schwester und ich finde jetzt nicht unbedingt übertrieben, wenn er wirklich Gründe hat, das zu denken. Also, man weiß ja nicht, was in der Vergangenheit war. Wir sind ja jetzt mitten reingeschlupst worden hier. Also, ich sag jetzt Schluss damit. Genug, das reicht. Sie sind Soldaten, also benehmen Sie sich auch wie Soldaten. Tut mir leid, Commander. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Verärgert. Habe verstanden. Sie schienen ihn verärgert zu haben. Ich weiß nicht. War der verärgert? Ja, wisst ihr, sowas sind meine Probleme. Ich peil das manchmal nicht, ja? Ich weiß, der hat mit dem Kopf geschüttelt. Also ist da irgendwie was falsch gelaufen bei der Kommunikation? Ich frage einfach mal, verärgert? Er klingt verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Lol. Okay. Drücken Sie Escape, öffnen Sie das Logbuch, um Ihre aktualisierten Missionsziele zu betrachten. Okay, wartet mal. Ich muss einmal mich umsehen.